Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, zu einer neuen Parktour hier auf meinem Kanal bei mir, Basti oder auch Modern Consumer. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gesund, ihr seid fit. Und ja, wir schauen uns jetzt mal diesen Park an. Es ist ein besonderer Park von einem besonderen Menschen, finde ich irgendwie. Das ist der Rudi Rennkamel, Isla Napali heißt der Park. Und Rudi Rennkamel, dem folge ich auch bei Instagram und der scheint ein ganz korrekter Kerl zu sein, ist auch YouTuber und ich werde euch seinen Kanal nochmal in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie den Park hier aus dem Steam-Workshop. Oh, das ist mir dann doch ein bisschen zu laut. Ach, ich habe hier Kopfhörer, so. Und er ist Deutscher, aber er macht englische YouTube-Videos, wenn ich das immer richtig verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob er noch einen zweiten Kanal hat, wo er nur Deutsch kommentiert, aber ich glaube, er macht alles auf Englisch. Und ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und er hat diesen Park hier gemacht. Wir gucken ihn mal kurz von oben an, der nicht ganz hundertprozentig flüssig läuft. Aber ich will ihn mir trotzdem halt gerne mit euch zusammen anschauen. Wir haben eine Insel, ja, Isla. Und ich habe mir hier noch vorher so ein paar Texturen runtergeladen, beziehungsweise Grafiken, die wir dann gleich hoffentlich irgendwo sehen werden. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Er hat auch gesagt, dass man noch vorher, also in seiner Beschreibung steht da drin, man soll hier vorher dieses Abonnieren, dieses Zeugs da abonnieren. Aber das hat irgendwie nicht geklappt bei mir. Und ja, ich hoffe, das gibt jetzt nicht zu große Einschränkungen. Trotzdem will ich mir ihn jetzt gerne anschauen. Wie gesagt, also bei mir hat das mit diesem Abonnieren nicht geklappt. Aber ja, so, es gibt, ich glaube, zwei Ankunftshallen oder Ankunftsorte, wo die Gäste reinlaufen. Haben wir jetzt schon 2000 Gäste? Ja, wir haben schon über 2000. Ich mache jetzt mal, ja komm, ich mache jetzt mal auf 2300, damit nochmal ein paar reinlatschen hier. Aber die kommen auf jeden Fall hier an diesem Hafengebäuden an, die schon mal richtig schön detailliert sind. Also das sieht ja, was sind das für Objekte hier eigentlich? Ah, ich habe nicht alle DLCs bis jetzt. Ich warte mal bis zum nächsten Angebot, dann hole ich mir vielleicht wieder ein paar DLCs. Ich habe halt noch nicht alle geholt, aber daran soll es am Ende nicht scheitern. Naja, auf jeden Fall kommen die Leute hier über diesen Hafen an. Und ich glaube, es gibt hier hinten auch einen Ankunftsort. War das hier? Kommt hier auch welche an? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie man das ehrlich gesagt macht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Hier kommen auch welche raus. Ist für mich ja eigentlich ein Hotel, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das auch ein Ankunftsort. Mein Startpunkt ist aber jetzt erstmal hier hinten. Das scheint so das Haupteingangsgebäude zu sein. Ich hoffe, das ging euch jetzt nicht zu schnell alles. Aber, ja, so ist das Ganze. Parkverwaltung einmal aufrufen. Und zwar haben wir hier 10 Fahrgeschäfte und 24 Achterbahnen, aber da sind 18 von geschlossen. Das heißt, da werden so ein paar ja, Bahnhöfe mit drin sein für die Achterbahn, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr schön detailliert hier diese Hafen-Ankunftsumschlaggebäude mit Autos und allem Pipapo. Er hat hier auch viele Bodentexturen drin. Und mal ganz kurz, weil ich mir das jetzt eben mal vorher genauer angeguckt habe, hat er hier zum Beispiel einen Strand, ne? Diesen Sand gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist eine Textur, die er genommen hat auf einer Leinwand. Also hier sind ganz viele Leinwände, die hier liegen anscheinend. Und ja, so sieht dann... Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht wurde. Hier sind auf jeden Fall Leinwände drin. Naja, gut. Also wir gucken uns das gleich mal an. Da sind auch viele andere Sachen, die als Texturen drin sind. Ich bin gespannt, ob uns das überhaupt auffällt. Mir auffällt... Ich bewerte einfach hier oder ich schaue mir einfach das Gesamtprodukt an. Bin total fasziniert und durcheinander, wie ihr gerade merkt. Ein Leuchtturm. Ist auch eine Leuchte drin? Nee, leider nicht. Ja, aber sehr schön hier mit Zugang. Aber ich glaube, da gehen keine Gäste hin. Hier ist dann nichts los. Wir gehen jetzt mal so langsam in den Park rein. Die Palmen stehen. Gibt es die Palmen überhaupt? Irgendwie sieht das alles an. Oh, hier ein kleiner Fehler. Irgendwie sieht das alles anders aus, als ich es kenne. Keine Ahnung. Ich habe diese Palme noch nie gesehen. Diese Textur jedenfalls. Vielleicht ist das auch irgendwas extra. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung von Planet Coaster. Habe ja erst irgendwie 100 Videos gemacht. Gut, also. Wir lassen uns von dem leichten Ruckeln nicht aus der Laune bringen. Zu laut. Boah, die sind aber richtig bunt hier angezogen. So, Zwillinge auf jeden Fall dabei. Dann gehen wir mal rein hier. Da gibt es direkt die Toiletten. Oh, die schnorchelt da so ein bisschen an ihrem Getränk rum. Also hier ist schon mal das wahre Leben. Hier wird alles sauber gehalten. Gleich 3 Putzleute finden wir.
Und hier gibt es Kinderwagen und Rollstühle für den Park. Ah, das muss doch was. Das ist doch nicht standardmäßig, oder? Von Rudi, genau. Das hat er selber texturiert anscheinend. Richtig cool. Auf so eine Idee zu kommen. Wo geht's denn hier rein? Mal kurz gucken. Ist hier schon direkt ein Eingang? Hier ist direkt ein Eingang für diese Kinderachterbahn. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier durch. Da kommt sie an. Ich hoffe, ich kann alle entscheidenden Achterbahnen mitfahren, auch wenn ich jetzt nicht alle DLCs habe. Sorry dafür, aber ich war eigentlich bis jetzt noch nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche dieses Vintage-DLC oder so. Ja, schönes Gebäude. Sieht sehr gut aus. Und da fährt die Achterbahn auch schon los. Kinderachterbahn, mal gucken, ob es auch kinderwürdig ist. Kurz noch die Bewertung. Orange, orange, grün. Das ist Durchschnitt, das ist oft so und das passt auch. Das reicht ja. Und ich steige, ups, hinten ein. Hinten ist die große Party immer am Laufen. Sind dann auch ein paar Kinder in der Achterbahn. Nur ist für die Eltern, ne? Heute fahren nur die Eltern mit. So, ab geht's. Juhu. Wasser ist immer schön. Hoch, runter ist auch immer gut. Das gibt den Spaß in Planet Coaster. Hoch, runter. Hui. Ja, ja, das ist schon ordentlich ruckelig. Also ich glaube, hier wirst du schon ordentlich durchgeschüttelt bei so einer Achterbahn. Aber an sich ein schöner Verlauf. Ich finde, das ist eine angenehme Sache. Ist nicht für die ganz, ganz Kleinen, vielleicht weiß es nicht. Aber kindertauglich finde ich das Ding schon. So, da fährt die nächste Bahn los. Die kommt rein. Das ist doch wunderbar getaktet. Gefällt mir. Und hier ist auch nochmal eine Kamera, die das Ganze hier mit aufnimmt. Sehr cool. So, also das geht wunderbar hier. Läuft gut ab. Und hier geht's rum. Okay. Wo geht's denn raus? Ja, ein bisschen durch die Säule durch. Aber das passt schon. Da sehen wir das Ganze mal von außen. Vielleicht ist es auch mal nicht schlecht, das nochmal von außen sich anzugucken. Da ist sogar nochmal eine Bremse drin. Und hier natürlich, dass nichts auf die Besucher fällt. Schöne kleine Ecke. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt in die Richtung gegangen. Halt, ganz kurz noch gucken, was ist das hier? Info. Und hier geradeaus. Hier stehen nochmal ein paar Kinderwagen. Wagen. Was ist das hier? Hä? Hier steht... Achso, das ist so eine Figur. Okay. Also das könnte quasi eine Show sein oder sowas. Hier die Surf-Show. Ah, hier ist ein Restaurant drin. Ah, da kommen jetzt sogar Leute raus. Okay, also keine Show. Hier ist ein Restaurant. Hier können wir schön essen gehen. Auch die Stühle hier, krass. Krasse Sache. Gut, also da gehen auch mal ein paar Leute hin. Hier wird alles ein bisschen besucht. Das Ding, ach, das, ich mag ja die Musik nicht davon mehr. Das geht mir so mittlerweile ein bisschen auf den Keks immer. Oh, was war das denn? Kamera verruckelt. Aber hier schön gestaltet das Ganze. Das sieht alles, das ist alles, dieser ganze Park macht hier schon auf den ersten Eindruck einen wirklich sehr gelungenen, runden Eindruck. Was ist das hier? Eine Straße? Okay, ein Tunnel. Für die Mitarbeiter wahrscheinlich. Dann gucken wir mal noch, wo es hier oben hingeht. Da ist ja auch dieser Berg hier mit den Wasserfällen. Auch sehr schön gemacht, das Ganze. Und dann haben wir hier, aber das ist ja sehr versteckt. Hat tatsächlich offen. Hat offen, sagt man das so, oder hat auf? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Es sieht auch mal sehr lustig aus. Aber das ist ja wirklich an der letzten Ecke, die Lagune hier. Aber, ach ja. Also nicht tatsächlich ein paar Kisten hinten drauf. Ich dachte gerade, die Leute, die im Restaurant sitzen, haben dann hier Ausblick hier drauf. Aber das ist einfach nur eine versteckte kleine Attraktion. Mit Toiletten und zwei Shops, die hier sehr, sehr einsam stehen. Na gut. Wir lassen uns nicht beirren. Wir gehen hier mal weiter, wo wir eben noch waren. Bei der Kinderachterbahn. Ja, es läuft halt echt nicht ganz so flüssig. Aber naja, gut, es ist halt so. Dieser Park läuft halt mal nicht so flüssig. Ich muss wieder meinen PC aufrüsten. Ich habe mir extra hier dieses T-Shirt angezogen für das Video. Damit es jetzt mal zu sehen ist, seht ihr das hoffentlich. Ach, oh, herrlich. Jurassic Park. Ach, oh, ich freue mich. Dieses Jahr kommt da, glaube ich, wieder ein neuer Teil raus. Wenn dann hoffentlich die Kinos alle aufhaben. Wieder im Sommer. Keine Ahnung, mal gucken. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. So, also hier ist
Ist das hier standardmäßig so gebaut? Oder ist das auch nachträglich hier konstruiert, würde ich jetzt mal sagen, ja. Das ist selber nachgebaut, sieht aber auch sehr lustig aus. Das hier, das ist nicht... Ich würde jetzt mal sagen, Statiker würde das nicht abfeiern. Diese kleine Säule hier. Aber sei es drum. Er hat sich auf jeden Fall was bei gedacht. Und das finde ich schon mal eine ganz gute Sache. Der Rudi! Das ist ja auch krass hier. Ist das der Weg so gebaut? Nee. Ah, Boden, Pflanztopf. Ah, okay. Also hier kann man eigentlich durchgehen, ne? Werden wir jetzt sehen? Nee, die gehen da rum. Nee, der geht durch. Ich achte gerade auf so komische Details, ich weiß, aber gut, ist halt so. So, Old Napoli. Napali. Napoli. Das ist meine Tomatensoße. Napoli. Gut. Also, mal gucken. Hier ist ein kleiner Wasserfall. Ist das hier irgendwas? Ich gehe hier einfach mal rein, so ganz unbedarft. Oh, schön. Schön, schön. Ich brauche gerade mal mehr Überblick. Ne? Wir sehen das jetzt mal hier von oben. Ne? So, hier ist noch ein Platz. Und da haben wir natürlich hier eine Attraktion, die ich jetzt nicht fahren werde und kann. Aber das ist nicht so schlimm. Erstmal hier links gucken. Boah, richtig nice gemacht. Das ist auch hier aus dem Vintage eine Attraktion. Komischerweise stehen die hier drin. Ich kann die nicht aufmachen, die Attraktion, weil ich den DLC nicht habe. Ein bisschen schade, aber man kann sich ja vorstellen, wie das hier rumfährt. Die schwingen hier außen rum dann. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde nur lustig, dass hier Leute drin sitzen. Aber das Ding gar nicht fährt. Die Läden haben zu. Wo ist denn der Eingang eigentlich? Das hätte mich jetzt nochmal interessiert. Hier ist der Ausgang. Da ist der Eingang und dann geht's wo lang? Ich check das gerade nicht. Hier gehen die Leute lang. So, ja. Und dann? Hä? Bin ich jetzt... Ach, das war das Gebäude eben! Das ist der Eingang! Ach so! Ich bin ja bescheuert. Aber das kann man nicht richtig sehen, was das hier ist. Ja, das muss ich halt in meinem Park ja auch machen, ne? Diese Sache, dass man am Eingang wenigstens hinschreibt, was hier ist. Für was stehst du hier an? So, na gut. Dann haben wir hier nochmal ein paar Läden, die auch geschlossen sind. Die Leute gehen hier hinten rum. Okay, wo gehen sie hin? Sie gehen hier zu der Attraktion hin. Oh, ja, Handy, ganz ruhig. Der Eingang ist aber vorne. Ach, die wollen auf die Toilette im Hintereingang. Ah, okay. Das ist doch hier wieder eine Textur. Ach nee, doch nicht. Das sind also so Platten drin. Ja, also auch wieder so eine Vintage-Attraktion, die ich jetzt wahrscheinlich ja eh nicht gefahren wäre allgemein. Aber wir sehen sie hier. Sieht schön aus. Die könnte sich ja wenigstens bewegen, finde ich. Naja, gut. So, das sind diese Ecken hier, wo nie einer bei Planet Coaster sitzt. Aber sehr schön hier die Aussicht zum Leuchtturm. Da hinten die Achterbahn, die wir wahrscheinlich kurz vor Schluss noch fahren werden. Und dann haben wir hier eine Holzachterbahn und die sieht doch schon mal sehr schön aus. Hier, diese Kurve hier ist sehr, sehr nice. Da suchen wir doch jetzt mal den Eingang für. War hier hinten noch was? Nicht offene Läden, ja. Haben wir hier? Ja. Das sieht ja so ein bisschen aus wie bei Planet Zoo. Hier so ein Terrarium. Oh, cool. Hier spielt also eine Band. Und hier ist dann Take a Coke live because no one does. Ein ganz verstecktes Easter Egg haben wir hier gefunden. Sehr cool. Also was er hier sich so alles rein überlegt hat. Gefällt mir. Was ist das hier für ein Eingang? Wir wissen es wieder nicht. Enemy? Was habt ihr denn? Irgendwas haben sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist gerade. Ich bin gerade irgendwie. Ich bin nicht ganz bei der Sache. So, Enemy. Der Gockelhahn steht da. Das sind wahrscheinlich ja alles doch irgendwelche Texturen. Und vielleicht hat er sie doch geladen. Weiß es nicht. So, ich habe das gerade nicht gecheckt, wo es hier lang geht. Aber das scheint doch hier der Eingang zu sein. Ohne Geländer. Naja, mal gucken, ob die da nicht durchrennen, die Leute. So, was ist jetzt hier los? Darf ich die fahren?
Die ist eigentlich offen. Wir fahren da jetzt mal mit. Erste Reihe, erster Sitz. Oh, wir lassen das mal. Fahren wir mal los. Bewertung war, glaube ich, eben zu sehen. Das ist so standardmäßig bei einer Holzachterbahn. Das finde ich auch immer sehr schön, dieser Einklang. Erstmal langsam losrollen auf den ersten Lift zu. Oder vielleicht ist es auch der einzige Lift, ich denke mal schon. Und dann geht es los. Eine kleine, chillige, alte Achterbahn. Holzachterbahn. Juhu. Aber hat ja keiner angestanden. Weil die den Eingang nicht gefunden haben. Vorsicht, Baum. Hui. Runter. Hui. Ui, ui, das hat gebuckelt. Das hat gebuckelt. Das ist auch wieder so eine Achterbahn. Och, hier. Nochmal schön durchs... Dings da. Terrarium-Gedöns. Auf kleinstem Weg wirklich eine relativ lange Achterbahn. Und da ist nämlich hier Station sehr schön gemacht. Wieder an alles gedacht. Und jetzt will ich nochmal was gucken. So, orange, orange, grün. Royal Napoli Oak. Hier geht's raus. Hier waren wir eben, da wo die Band ist. Gut, ich will nochmal ganz kurz was gucken. Die Bahn, ne, da, das ist wieder so eine Achterbahn. Fast. Wo man weiß, wo der Bahn, wo der Bezeichnung Achterbahn herkommt. Ne? Weil die von oben aussieht eigentlich wie eine Acht. So fast, ne? Also die jetzt fast. Aber es ist eine Achterbahn. Eine ganz klassische Holzachterbahn. Sehr schön. Und dann haben wir hier rechts daneben eine Wasserbahn. Und die suchen wir jetzt mal auf. Seid ihr noch dabei? Ja! Seid ihr noch dabei? Ja! Was ist das hier eigentlich? Ist das hier eine Schiene? Iron Fury. Ich weiß es nicht. Ich gehe weiter. Bei Wasserbahnen stehen immer die meisten Leute an. Ach, guck mal hier, extra mit Behinderten-WC oder was? Behinderteneingang. Ach, ja, krass. An was der gedacht hat, so, ne? Unglaublich. Finde ich sehr cool. Sehr, sehr cool. So, bevor wir in die Wasserbahn reingehen, sehen wir hier erstmal nach hinten. Hier war die Achterbahn gerade. Und hier ist die Wasserbahn. Wusch! Das ist cool. Das braucht man bei so einer Bahn. Man muss sehen können, wo die Leute ihren Spaß haben. So, dann gehen wir mal hier durch. Ne, das sparen wir uns. Ja. Jetzt läuft es gerade auch gefühlt flüssiger. Hier wieder alles ohne Geländer. Die Wasserbahn über uns. Und dann geht es hier runter, wieder hoch. Hier stehen nämlich die ganzen Gäste an. Alle. Wie viele Gäste stehen hier an? Ja. Alle. So, Wasserbahn, die werden wir wieder schnell durcharbeiten. Einsteigen. Richtige Bahn finden. Das nicht. Da, so. Ich bin immer... So, komm, hier, komm. So, wunderbar. Das ist meine Wasserbahnkamera. Meine Lieblingswasserbahnkamera. Herrlich. Das ist, wie das rumschippert hier. Sehr schön. Ich denke mal, hier wird jetzt kein großer Effekt sein oder sowas. Es gibt einfach nur hier rum. Hier ist ein bisschen leer, aber wir sehen viele Rohre, die hier nochmal verlegt wurden extra. Damit das ganze Wasser auch irgendwo hinkommt. Ne? Das muss ja alles an seinen Zielort kommen. Und da gibt es schon den ersten Sturz. Klein. Aber fein und direkt neben der Warteschlange. Sehr nice. Gut. Ab durch die Kurve. Oh, warte mal, hier war ein umgefallener Baum. Siehst du, sowas kann man nämlich eigentlich gar nicht im Planet Coaster machen, glaube ich, ne? So ein umgefallener Baum. Das geht doch gar nicht, oder? Doch, das geht. Scheiße. Ich habe wieder Mist geredet. Es gibt ja manche Objekte, die kannst du nur drehen an sich, nicht kippen. Ich dachte gerade. So, und da ist schon der große Sturz. Hui! So langsam gehen wir ja Richtung Sommer entgegen. Die Sommerzeit ist ja jetzt am Start. Ich hasse es. Ich werde jetzt wieder tagelang nicht richtig einschlafen können, aber naja. So, hoch wieder. Ja, also hier ist, ne, so an drumherum ist halt hier einfach nur Landschaft. Wir können hier den Park sehen, das ist schön und gut. Wasserspritzer-Effekte oder sonst was ist jetzt hier nicht wirklich, aber es ist schön gestaltet. Hier ist überall was. Hier, ne, eine Treppe ist hier zum Beispiel. Und damit war es das mit der Wasserbahn. Wie heißt sie eigentlich? Mahalo Waters. Sehr schön.
Dann mal hallo, arrivederci. Weiter geht's. Achso, die Bahn ist immer noch auf Testmodus. Wir machen sie mal wieder auf, damit da wieder Leute mitfahren können. Und wir gehen weiter. Wir gehen mal hier hoch. Was ist hier? Ist hier was? Hier ist quasi so eine Plattform. Irgendwie haben wir sehr viele Läden zu. Aha. Hematu. Gut. Hier ist der Eingang wahrscheinlich hier für das Breakdance-Gedöns. Oh. Also das ist schon ganz schön krass gestaltet, muss ich sagen. Ne? Selbst so ein hinterster Hintereingang, Wartebereich, mit Pflanzen hier nochmal hingestellt. Und dann haben wir hier einen Breakdance mit einer Grafik hinten drin. Sehr cool. Das gefällt mir wirklich sehr gut. So, aber leider, ich habe das Ding noch nie in echt gesehen, ne? So, die gehen dann nachher nur so hoch, die Wagen hier. Das kenne ich in echt nicht, aber so allgemein Breakdance kann man immer mal mitnehmen auf so einem Kirmesfestival. Ist immer schön, immer coole Mucke. Und ja, weiter geht's. So, wo waren wir jetzt eben? Hier war doch eben quasi der Eingang durch diese Höhle. Bin ich jetzt blind? Ach so, doch, hier hätte man lang gehen können. Ja, unter der Holzachterbahn lang. Ich würde auch sagen, Statiker hassen auch das hier. Aber gut. Aber es ist echt wirklich sehr schön gestaltet. Hier alles wirklich sehr gut zugebaut. Hier kommen wir von dem... Ach, von diesem Platz. Okay, hier ist nochmal was anderes. Eine Kartbahn. Circuit Napoli. Oh Gott. Striker. Okay, also eine Kartbahn hier aufgebaut. Da kann ich mir vielleicht was abgucken für meine Kartbahn. Aber gut, die ist jetzt auch fertiggestellt in meinem Park. Guck mal hier, dafür hat er auch nochmal Grafiken genommen. Sehr schön. Ja, hier sind solche Fässer, sind die auch. Naja, das sind, ja, so Chemikalienfässer sind das hier überall. Und schön hier dieses Eingangsdach und so. Ja, wunderbar. Ah, auch nicht schlecht für die Kommentatoren hier oben. Hat was. Hat was. Schön eng zugebaut alles. Und dann noch diese Scheinwerfer. Das Ding muss ich mir klauen für meinen Park. Das finde ich sehr gut. Genau das Teil muss ich mir mit meinem Park reinmachen. Dass ich das nicht selber bauen muss. Ich bin zu faul. Zu schlecht dafür. Hier ist nochmal so ein Abstellgleis praktisch, ne? Ja. Also hier ist alles vorhanden. Wirklich an viel gedacht. Auch hier diese Leuchten. Dass hier gelbe Flagge ist. Sehr cool. Gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Die Kartbahn. Da kann ich tatsächlich für meine halt auch was mitnehmen für. Und dann gucken wir, was hier hinten noch ist. Hier ist halt wirklich nicht mehr viel los in dem Park. An der Ecke Napoli Harbor Co. und Co. oder was? Hier hat er auch eine Grafik eingefügt. Ja, Rice Farm. Sehr cool. Also wird our information boost. Ja, okay, okay. So, hier wäre auch nochmal eine Attraktion hier drauf. In Benutzung oder nicht? Nö, das ist einfach nur hier drauf. Warum auch immer. Auch nicht schlecht. Was ist das denn? Achso, hier ist der andere Eingang. Ich dachte, hier auch noch was Detailliertes gebaut. Aber es ist echt wirklich bis ins letzte Eck hier was reingebaut worden. Ich glaube, das dauert hier Stunden, bis ich das durchgeguckt habe alles. Naja, Hubschrauberlandeplatz direkt. Das hat ein bisschen was von Jurassic Park an dem Wasserfall, der Hubschrauberlandeplatz. Ja, okay. Wir gehen weiter. Hier ist auch wieder ganz ruhig alles. Keine Musik und nur Bäume, Gestrüpp. Ah. Hier ist doch ein Eingang. Dann ist das quasi der Haupteingang. Weil hier steht nämlich Isla Napoli. Welcome to Isla Napoli. Naja, gut, das ist der zweite Haupteingang. Ja, okay. Also, dann haben wir hier hinten alles gesehen soweit. Die Ecke haben wir durch. Dann sind hier noch Solarpanels. Und das scheinen auch echt... Ich weiß nicht. Ist das aus Planet Coaster? Weil, guck mal, wenn man die Textur anguckt... Sind das tatsächlich diese Solarpanel-Texturen? Das finde ich extrem detailliert. Sehr detailliert. Sehr cool gemacht.
Da würde ein bisschen Strom mitmachen. Wird aber für den Park nicht reichen. Ja, so. Krass auch hier das Gebäude darüber, ne? Wie unglaublich detailliert das gebaut ist. So runde Sachen zu bauen ist sowieso schwierig bei Planet Coaster. Sowas hier zu machen. Respekt! Gut, ich muss mal wieder hier rauszoomen. Wo waren wir denn noch nicht? Eigentlich haben wir hier hinten jetzt alles abgedeckt, denke ich. Das heißt, wir können jetzt hier vorne in den Park nach links gehen. Die Bahn hatten wir, das hatten wir hier, ne, auch krass. Fährt irgendwie so ein Tourbus lang. Mit Gästen? Mit ohne Gäste. Warum hat das Ding denn zu? Es fährt einfach nur so prophylaktisch hier lang. Wo fährt das jetzt hin? Wir verfolgen das Ding mal kurz. Ihr habt ja alle Zeit, ja? Corona-Zeit und könnt zu Hause verharren. Ach, der verschwindet hier wieder. Ah, deswegen geht das nicht. Dann startet der hier hinten. Irgendwo. Irgendwo. Vielleicht soll das doch kommen. Hä? Wo sind wir denn hier? Ein Durchgang. Ah, ich verlaufe mich. Wo bin ich? Doch, hier war... Ja, okay. Nö, ich weiß jetzt nicht, wo das Teil startet. Von wo kommt denn der Bus? Kommt der von... Hier irgendwie raus? Keine Ahnung. Warte mal, ich kann doch hier auf die Erde klicken. Da ist doch irgendwo eine Schiene. Guck mal, der fährt hier... Hier lang. Der fährt hier durch. Von hier hinten kommt er. Wo fängt er an? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Naja, hier hinten irgendwo. Egal. Es reicht jetzt. Gut. Also, wir haben hier die Achterbahn. Da wollen wir jetzt mitfahren. Rein da. Ins Geschehen. Kawaii. Was habe ich mir von vorne noch gar nicht so angeschaut? Sieht das geil aus. Mit dieser Kulisse hier, ne? Sehr, sehr schön. Gut. Also, hier ist eine Warteschlange. Und hier tobt auch das wahre Leben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, also hier ist die Warteschlange für die Achterbahn, wo ich den Namen noch nicht weiß. So, hier geht's rein. Oh, hier wird's aber eng. Hier wird's eng, meine Damen und Herren. Da hat er nicht alles so detailliert ausgebaut. Irgendwie ist hier ein bisschen... Boah, ich habe Platzangst und ich krieg gerade hier Platzangst, Leute. Klaustrophobie. Ist das jetzt eine Brücke? Ach so, über diesen Weg drüber, okay. Das ist aber echt eine ordentlich lange Warteschlange. Fährt die Bahn denn überhaupt? Passiert gerade nichts. Doch, da fährt was, da fährt was. Cool, aber hier dieser Blick hier rein, das ist nicht cool. Das geht halt immer sehr langsam voran. Oh, Alter. What the fuck? Jetzt mal ganz kurz von oben gesehen, das Ganze, ne? Das war jetzt quasi hier durchgefriemelt. Hier. Hier wieder raus. Und dann... Guck mal, hier hat er auch die Scheinwerfer. Und dann sind wir auch mal irgendwann da. Gut, also. Und das geht halt wirklich langsam mal voran bei so einer Bahn. Weil halt nur ein paar Leutchen reinpassen. So, orange, orange, grün. Perfekt. Wir sitzen in der ersten Reihe. Kurz mal hier von außen das Ganze anschauen. Ich weiß nicht, wie man diesen Coaster nennt. Ich sag mal Prost. Und spule vor. Damit es dann auch endlich losgeht. Endlich losgeht. So, das ist jetzt auf jeden Fall... das geht aber schnell hier hoch. Jetzt geht alles ganz schnell. Wenn du erstmal drin sitzt, geht alles ganz schnell. Hui. Oh, doch die Drehung. Ui, nice. Das macht mit Sicherheit Spaß. Wow, schöner Punkt hier für Blockbremse wahrscheinlich. Ich muss es doch mal sagen. Ja, sehr smoothiger Streckenverlauf. Ei, der war ein bisschen anstrengend, glaube ich. Aber nehmen wir mit. Nehmen wir mal so mit.
Hoch, runter. Und das war's schon. Das war's. Da geht's lang. Jetzt fahren wir hier, ne? Jetzt sehen wir hier den Wartebereich da oben, die Brücke. Und das alles. Und die Leute sehen, dass der Spaß schnell vorbei ist. Tolle Kamera. Ich muss das mal kurz noch von außen mir anschauen. Aber ey, das ist eine schöne, schnelle Achterbahn. Viel hin und her, Inversionen dabei. Und auch diese Kurve macht, glaube ich, richtig Spaß. Sehr nice. Hat mir gefallen. Und das hier alles in diesem Hafen-Eckchen da. Schön thematisiert. Nice. Also, schöner Park bis jetzt. Gleich wird alles anders. Dann ist er nicht mehr schön. Nein, nein. Glaube ich nicht. Ach, die haben auf jeden Fall Spaß hier, die Leute. Die haben Spaß. Die haben richtig Spaß. Ich weiß nicht, warum die hier so stehen, aber die haben Spaß. Können nicht alle sitzen. So, dann haben wir hier den Oktopus. Da sitzen sogar Leute drin. Hier geht es irgendwo hin. Propeller, Toilette. Also wirklich viele Gebäude hier. Wahnsinn. Aber sitzen möchte an diesem schönen Steg nie einer. Das finde ich sehr schade. Da gibt man sich die Mühe und baut hier überall was hin. Und die Leute nehmen es nicht an. Naja. So, Topspin hier mit schönem Wartebereich. Vollgepackt das Ding. Sehr cool. Kommen jetzt die Springbrunnen? Nee. Sehr, sehr cool. Hui. Das war's. So, dann sehen wir hier hinten noch eine Achterbahn. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Nice. Krass. Was hier alles drin ist, meine... Oh, Leute, ich bin richtig neidisch. Was ist das denn hier? Poster. Haha. Dafür diese ganzen Texturen also. Ich glaube es nicht. Dafür musste ich mir das alles runterladen. T-Shirts. Unglaublich. Dann haben wir hier das Ding, nochmal ein Karussell und eine offene Raupe sieht man ja auch nicht oft heutzutage. Einfach mal so hier hingestellt. Schön, schön. Und jetzt... Ja, die Kamera. Ey, Alter, was ist denn mit der Kamera los? So, da steht das Ding da, wollen wir jetzt rein. Wo ist der Eingang, bitte? Wo ist der Eingang? Der sieht ja auch lustig aus von der Farbe. Auch nicht schlecht. So, da ist das Ding. Wo gehen wir da hin? Da müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Ja, da siehst du nicht viel, Junge. So, hoch hier. Viel, viel warten. Ja, geht's hier runter, oder was? Oh, das ist aber eine lange, 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 lange Warteschlange. Unter der Bahn lange. Hier ist echt alles ganz schön verwinkelt bei ihm. Das ist aber auch cool. Das ist echt cool. So, und dann siehst du hier nochmal... Ey, ist hier nochmal so eine Halle? Ich glaube es nicht. Und dann ist man nochmal irgendwann da. Krass, wie verwinkelt das hier alles ist und dass du gar nicht merkst, du bist jetzt in der Station. Sehr cool. Dive Coaster. Wir nehmen den mal so mit. Orange, orange, grün. Auch hier wieder. Wir sitzen vorne mittig, fast. Ganz mittig kann man ja nicht sitzen. Erstmal ganz chillig hier um die erste Kurve rum. Die Ruhe vor dem Sturm quasi. So, und ab. Und jetzt halten wir uns fest. Wir halten uns nicht fest. Wir machen die Hände hoch. Ihr seht meine Hände, glaube ich, ein bisschen nach oben. Cool, hier ab in die Erde. Schön beleuchtet. Sehr schön beleuchten. Das scheint schon ein längerer Dive Coaster zu sein, auf jeden Fall. Es ruckelt hier so ein bisschen rum um die Kurve. Ich dachte, der hält nochmal an. Der hält auch nochmal an. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt. Habe ich bis jetzt noch in keinem Dive Coaster gesehen. Zweites Mal hier mit anhalten. Oh, eine dunkle Höhle. Aber hier ist nicht so richtig viel thematisiert. Ist hier nicht wirklich, ne?
Einfach so in das Tal hier reingemacht. Oh, cool. Hui. Ja, konnte man nicht so richtig sehen. Hätte ich ein bisschen früher die Kamera machen müssen. Wow. Voll die langsame Drehung. Nehmen wir mal so mit. Ja, und jetzt müssen wir wieder zurück zur Station kommen. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren, denke ich mal. Oder doch? Nee. Da kommt nichts mehr. Ja, schöne Bahn. Ich will mal kurz bei der anderen gucken hier, wenn die jetzt ins Wasser fährt. Oder haben wir das schon verpasst? Nee, das kommt jetzt. Da. Hui. Ja, super, da haben ja die Gäste, die merken das ja auch nicht mehr. Das sieht man einfach nur. Wie bei die Krake im Heidepark. Ja, schön. So, und dann gibt es hier eine... Das war nur für die Zukunft, glaube ich, geplant. Oder ich weiß nicht, ob da noch was kommen wird. Aber hier hat er eine Seilbahn hingemacht. Das ist quasi eine Talsperre. Oder so. Eine Seilbahn. Und hier oben ist aber nichts drin. Ich hatte da vorher schon mal kurz reingeschaut. Closed. Ja, da kann man noch was machen. Aber krass, wie er hier das alles gestalten musste mit den Bergen. Viel zu sehen in diesem Park. Und jetzt geht es auch schon wirklich sehr lang, glaube ich, das Video. Wir gehen jetzt mal in die letzten Stücke hier rein. Da ist ja nicht mehr viel jetzt. Wir sind jetzt durch. Ich muss mal von oben gucken. Napali Inn ist hier hinten nämlich noch. Und hier sehen wir auch die Reisplantage, die beworben wurde, da auf der einen Seite. Na, das ist also hier alles mit vorhanden. Und dann gehen wir mal hier lang. Ich glaube, jetzt kommt auch keine Achterbahn mehr. Ich glaube, wir sind nämlich dann jetzt durch. Hier hinten ist halt einfach nochmal was. Obwohl, hier kommen Leute. Die haben einen halben Marsch hinter sich. Oh, hier ist dann wieder leer. Leere Wiesen, leere Felder. Und wir sind am Ende der Welt angekommen. Aber hier ist halt nochmal ein krasses Hotel, ne? Das müsste das Hotel sein. Ja, hier Rezeption. Warum baut man sowas so krass Detailliertes hier hinten noch hin? Ich kann es nicht verstehen. Was ist das hier noch für ein Haus? Noch ein Hotel. Also echt mega krass, was der hier dann noch alles hingebaut hat. Liegen hier nochmal. Alter, ich kann es nicht fassen. Es hat ja auch einer geschrieben, nach Corona in den nächsten Monaten kommen ziemlich viele neue Parks in den Workshop rein, weil die Leute jetzt alle Zeit haben. Mega krass, Alter, ey. Ist hier auch nochmal ein Eingang. Boah, ist hier was drin? Alles Hotel-Gedöns. Und Katzen, die hier rumhüpfen. Bei mir. Sehr krass. Also ich bin einfach nur, boah, geflasht. Aber ich glaube, das war's auch hier hinten. Sehr krasser Park. Hat mir sehr gut gefallen. Wirklich viel Themen drin. Überlegt sich, wie man das alles machen kann. Und es ist wirklich alles voll gebaut hier aneinander. Sehr schöner Park. Haben wir das schon gesehen? Was ist das hier? Umspannwerk oder was? Hier wird auf jeden Fall... Oder Wasser. Wasser kommt hierher. Ne, man weiß es nicht. Kläranlage. Eine Kläranlage. So, das Wort ist mir nicht eingefallen. Eine Kläranlage einfach noch gebaut. Weil müssen ja hier irgendwie auch versorgt werden, die Leute, ne? Unglaublich, unglaublich. Rudi Rennkamel, von dem muss ich mir nochmal irgendwas anderes anschauen. Der hat halt auch extremes Talent, finde ich. Also deutlich mehr als ich, deutlich mehr. Und ja, in diesem Sinne war es das mit dem Park. Es hat mir sehr gut gefallen. Gerne wieder so ein Park. Und ja, ich werde wahrscheinlich demnächst nochmal eine Parktour machen und dann geht es wieder mit meinem Park weiter. Wann und wie würde ich alles davon abhängen, wie viel Zeit ich hier in nächster Zeit habe. Aber ich arbeite nicht von zu Hause. Ich habe immer noch viel Arbeitszeit, Arbeitsweg und somit hat sich für mich zeitlich eigentlich gar nichts geändert. Ja, so ist das Leben. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!